Einen wunderschönen guten Morgen, Lischmann. Mein Name ist Trixie und willkommen zurück zu einer neuen Folge My Summer Car. Diesmal bei einem herrlichen frühen Morgen. Dann fahren wir jetzt mal direkt zum Mr. Drunken Guy und verkaufen da mal leckeren Kiju, damit wir mal ein bisschen Geld machen können. Und danach könnten wir ja mal zur Tanke fahren, dachte ich mir mal so. Oh, Radio geht noch nicht. Müssen wir schon mal Motor machen erstmal. So. Gucken wir mal. Bisschen Musiker machen. Okay, können wir losfahren. Sehr schön. Oh, ich sehe gerade mein Stresslevel ist ein bisschen hoch. Dann machen wir noch eine Kippchen an, damit unser Stress runtergeht. Muss ja auch mal sein. Und dann fahren wir genüsslich Richtung unserem Verkäufer oder Einkäufer, wo er. Er kauft uns die Sachen hier ab. Müssen wir mal schauen, wie viel Gold wir bekommen. Ich hoffe, es schmeckt ihm. Müssen wir abwarten, was er dazu sagt, der Herr. Ich habe letztens so einen richtig rockigen Sender gehört bei Massamaka, aber irgendwie finde ich den nicht mehr. Finde ich ein bisschen schade. Ja. Vielleicht läuft das ja noch hier drauf, kann ja auch sein. Aber das ist ein bisschen blöd gemacht. Ich sollte das echt umlegen, das I. Weil Rauchen im Autofahren ist so eine Sache hier, wie man gerade bemerkt. Ich fahre mich irgendwie besoffener, als ich Kiju getrunken hätte. Oh mein, mein, mein. Ja, hören wir mal ein bisschen der Musik zu und genießen die Fahrt. Ganz entspannt. Hui. Wow, wow. Mädel, beruhig dich mal wieder hier. Wow. Eieiei, die Federung ist echt brachial eingestellt hier. Ich traue mich schon gar nicht mal in die Kippe zu ziehen hier. Oh, jetzt geht's. Super. Wunderbar. Oh. Bin ich mal echt gespannt, was der Kollege sagt. Zu unserem selbstgebrannten. Und viel Geld wir bekommen dafür. Wir brauchen nötigen echt ganz dringend Geld. Ganz dringend. Und wir können mal gucken, ob Omi jetzt endlich mal da ist. Aber ich bezweifle es. Wohl, ne. Wir fahren lieber mit dem LKW zur Tankstelle. Wir versuchen es zumindest. Ich weiß nicht, ob wir bis dahin ankommen. Und wie teuer das sein wird, den zu betanken. Das finde ich gerade günstig. Müssen wir mal schauen. Ach ja, mein Summercar. Ich bedenke, wie lange ihr benötigt habt, dass ich das spiele. Und jetzt komme ich davon gar nicht mehr los. Könntest du bitte nicht gegen den Felsen fahren? Danke. Na, zurück. Oh, genau, erstmal ein Zug hier. Ah. Muss hier mal sein. Ja, Stressel ist schon ganz runtergegangen. Das gefällt mir. Frage ist jetzt nur, wie weit müssen wir jetzt noch fahren? Ach ja, schon hier links müssen wir jetzt. Und dann kommen wir ja schon an. Bei dem Kollegen. Ich hoffe, er ist da. Wir werden es jetzt erleben. Wer ist das denn? Ist das hier Drunken Guy? Kann das sein? Oder ist das hier jemand anders? Ich weiß nicht, vielleicht hat er ja zwei Wohnungen. Ne. Oder? Moment mal. Muss ja doch. Ja. Musik aus wegen dem Sprit. Nicht wegen dem Sprit, wegen dem. Hi, hi, Kollege. Wie geht's dir? Ne, du bist nicht Drunken Guy. Du bist nicht Drunken Guy. Oder? Mal gucken, was passiert, wenn ich hier jetzt so Kajul anbiete. Vielleicht kann man es ja jedem verkaufen. Wer weiß. Ich teste es einfach mal. Ey, guck mal, was ich hier hab für dich. Oh. Ich pack dir mal gerade zwischen den. Ja. Gut. Dann gucken wir
dann ist er wirklich nur zu Drunken Guy. Scheinbar. Naja, dann ist es halt so. Leider. Ich habe gedacht, wir könnten noch mehr Kunden anwerben, nicht nur Drunken Guy. Hätte ja sein können, dass sie irgendwas geändert haben mit einem Patch oder so. Dass ja jeder das Zeug trinkt. Hätte ja sein können, gell? Aber naja. Darum muss ich mich noch gewöhnen, dass man rückwärts spulen muss, damit man anmacht. Wow. Was machst du denn? So, einmal rum. Wie geht es weiter? Ich glaube, das war das dritte Haus. Was für eine Mucke, ey. Aber haben wir das auch mal gemacht. Mit Musik. Boah, ich bin so happy, Leute, dass ihr mir so viel Likes gibt bei My Summer Car. Echt geil. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Bin ich euch sehr verbunden mit. Wer wohnt denn da eigentlich? Das finde ich auch so faszinierend bei My Summer Car. Dass hier jeder ein eigenes Leben hat. Ich musste gerade mal ein bisschen dichter ans Mikrofon. Ich habe nicht die Sorge gehabt, dass ich zu leise bin. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Hier wird doch Drunken Girl, ja? Moment mal. Wir gucken mal gerade. Ich bin mir gerade mal so ganz sicher. Aber ich meine schon. Wir fahren jetzt mal weg von der Straße, bevor uns einer blatt fährt. Ja. Gucken wir mal. Guck mal, wer das ist. Na du, das sieht doch richtig gut aus. Unser erster Kunde. Gut, dann gucken wir mal, was der sagt. Ich hoffe, der ist gut über den Tag gekommen und hat nicht einen dicken Kopf. Der Kollege. Hi Kollege, wie geht's dir? Ha? Alles in Ordnung? Ich hoffe doch. Gut, dann gucken wir mal, was er dazu sagt. Zu dem guten, leckeren Kill-You. Guck mal, was ich hab für dich. Hm? Wie wär's? Ja, guck mal. Und? Yes! Wir haben es hinbekommen. Wie gibt er uns denn? 170. Ja, immerhin. Kann ich dir noch mehr geben? 170 ist natürlich nice. Geht noch mehr, Kollege? Wie geil. Der kauft uns die alle ab. Nice, Baby. Es gibt ja richtig Schotter jetzt hier für uns. Das ist doch mal richtig geil. Na, her damit. Danke. Verkaufen wir mal alles an dich. Damit wir mal wieder ein bisschen klarkommen mit der Kohle hier, gell? Und dann müssen wir unbedingt Juice kaufen gehen. So, next please. Das nenne ich meine Einnahmequelle hier. Katsching, katsching, klingelt die Kasse hier. Das ist doch mal nicey-dicey. Ja, der nächste Bottich. Oh, wie viel Geld hast du denn, Alter? Krass. Auf jeden Fall haben wir noch einen. Weil mal alles verkauft. Schade. Schade. Gut, danke ich dir. Dann wünsche ich noch einen angenehmen Tag und viel Spaß mit dem Gesaff, gell? 170. Ich weiß nicht, ob das so viel gibt, weil wie teuer ist eigentlich Orangensaft? Müsste ich mal nachgucken gleich. Wie teuer das ist. Das ist ja geil. Wenn wir dem ja so einen ganzen Fuhren mitbringen, so 200 Stück oder so, ey, da gibt es also richtig Asche. Also, wer Geld benötigt, Kill You ist die Lösung. Das Rezept war 6 Zucker,
Ja, das Wasser ist klar und ein Heist. Und dann dauert das 220 Minuten, bis das fertig ist. Also dauert schon eine gewisse Zeit. Aber wie man sieht, es könnte sich lohnen. Wir gucken jetzt aber erstmal nach, wie teuer der Orangensaft ist. Weil es sind ja nicht komplett 170. Und die 6 Zucker. Ja gut, das brauchen wir jetzt nicht wirklich zu berechnen. Oh Gott. Alter, da haben wir aber Glück gehabt gerade. Gut, dass wir angeschnallt waren. Genau, du sagst es, Kollege. Oh, weia, weia, weia. Komm, umdrehen. Yeah. Komm, rum da. Oh. Zack, zack, zack. Wow. Glück gehabt. Der Kollege hier, mit dem kann man übrigens mitfahren, wenn man den Daumen raushält. Der nimmt dann mal mit. Gratis sozusagen. Das könnte man auch mal machen unbedingt. Weil, ich will einfach mal alles austesten im Spiel hier. Wirklich alles, was man machen kann. Aber echt geil, dass die Leute echt ein Leben haben, ey. Super cool. Ist zwar immer dasselbe, aber es ist ein bisschen lebendiger halt. Das ist, was mir an dem Spiel so gefällt. Und ich muss sagen, ohne Scheibe lässt sich besser fahren. Man sieht wesentlich mehr. Gefällt mir. Oh, haben wir wieder fast 3000, Leute. Nice. Haben wir an die 6700 Crew gemacht. Das hat sich mal richtig gelohnt. Aber wenigstens unsere Kosten wieder gedeckt. Ich hoffe mal, der Kollege säuft nicht alles weg auf einmal. Das würde ihm, glaube ich, nicht so gut kommen. Naja, sein Problem ist erwachsen genug, außer muss er seinem Ruf gerecht sein. Man muss hier immer ein bisschen üben. Um da, komm. So. Jetzt geht's nach Hause, Gott sei Dank. Und dann schauen wir mal, ob wir mit unserem LKW ankommen. Obwohl, ich weiß nicht, ob wir das wirklich ausprobieren sollen. Ist ja schon eine gute Strecke bis zur Tankstelle. Aber komm, wir probieren's. No risk, no fun. Aber wir speichern vorher ab. Nicht, dass wir unterwegs dann im LKW da stehen. Na gut, müssen wir gut klarkommen eigentlich, gell? Können wir ja mit dem Motorrad dahin fahren dann, sozusagen. Nein, nein, nein. Nicht umbringen, nicht umbringen, Trixie. Och meine. Dieser Wagen, der bringt mich noch zur Verzweiflung hier. Der fährt sich so komisch in dem Dreck. Und den müssen wir auch wieder auffüllen. Alter, wir kommen gar nicht mehr hinterher mit dem Sprit. Hammerhart. Das ist echt krass. Schon wieder die Hälfte des Sprits verballert. Nur weil wir mal ein paar Mal hin und her gefahren sind. Das ist echt heftig. Na gut, wir hatten die ja noch nicht komplett voll. Fällt mir gerade nur so ein. Damit sollten wir hier zur Tankstelle kommen. Darüber mache ich mir jetzt keine Gedanken. Und dann werden wir jetzt mit dem LKW losfahren. Ich hoffe mal, das passt soweit. Dass wir da auch ankommen. Dann packen wir jetzt mal schnell den Koffer. Mit Diesel. Und dann gucken wir mal gerade nochmal nach, wie viel Zucker und so weiter wir noch haben. Weil ich möchte eigentlich so schnell wie möglich wieder Kill You brauen, weil das dauert ja eine gewisse Zeit, bis das dann soweit fertig ist. Also hier haben wir auch noch Zucker drin, Milch ebenfalls, aber das ist ja für Omi eigentlich gedacht. Hier war das, genau. Wie viel Zucker haben wir denn noch? Oh, okay, wir haben noch reichlich Zucker, ich sehe. Gut, 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 gut. Gut zu wissen. Oh, komm, wir trinken noch gerade einen, wo wir schon gerade daheim sind. Wie viel haben wir da noch drin? 2-3 Flaschen werden noch drin sein, schätze ich mal. Oh, weg damit. Gut. Sieht immer aus, ob ich... Ach, ist Licht am Brennen. Warum brennt hier Licht? Aus damit. Was ist nur unnötig Strom hier. Ah, wie ich meine Klingel hasse. Miep. Ätzend. Oh, die machen wir mal zur Tür. Muss ja nicht aus sein hier. Wie ebenfalls. So, Tür ist zu. Zack, alles zugemacht, wunderbar.
Und wir sollten mal hier die Falle gleich mal machen, oder? Ah, komm, gucken wir mal gerade nach der Falle schnell. Wir machen mal gerade mal schnell auf. Und dann heißt es, auf geht's zur Tankstelle. Bevor wir das wieder vergessen. Ich würde am liebsten einen LKW auf das Boot machen und dann mit dem Boot dann rüberfahren. Dann wäre ich auf jeden Fall nur mal sicher, dass wir genug Sprit haben. Stimmt, das Boot müssen wir auch mal auffüllen. Eieieiei. Ich brauche echt eine eigene Tankstelle, wenn das so weitergeht. Kilo Kiste. Wo waren das jetzt hier überhaupt? Ah, da ist. Ach! Von wegen, ich muss aufmachen. Da, funktioniert. Sehr gut sogar. Wunderbar. Dann lassen wir das mal so, weil ich habe mir schon gedacht, dass die Fische mich hier. Wo ist sie? Ach, Mann. Warum? Dass die Fische halt durch diese Falle hier oben da durchschwimmen dann sozusagen, dachte ich eigentlich. Und dass ich dann halt in diesem Runden verfangen. Davon bin ich ausgegangen. Aber wir haben leckeren Fisch. Den können wir auch noch zubereiten. Schmankele. Okay, dann fahre ich jetzt mal zur Tankstelle. In der Hoffnung, dass wir das überleben mit dem LKW. Und dann müssen wir Sprit aufnehmen. Oh Mann, das wird teuer, ey. Das wird richtig teuer. Aber no risk, no fun, wie es immer so schön heißt, gell? Und speichere auch nicht ab. Das steht fest. Also, bis später, Leute. Ich habe gerade bemerkt, dass wir mit den LKW die ganze Zeit falsch gefahren sind. Zieh rüber, zieh rüber, zieh rüber, Mann. Gottes Willen. Beruhig dich, LKW, bitte. Alter. Ich habe bemerkt auf jeden Fall, dass wir die ganze Zeit falsch gefahren sind, weil im High Level sollte man im dritten oder fetten fahren. Wenn er so macht, hat er wohl zu wenig, ja, die Drehzahl wohl zu niedrig. Das heißt also, ab dritten oder fetten sollte man umschalten in den High Gear Segment, damit man richtig schön Gas geben kann. Oh. Dann klappt das nämlich auch. Hört ihr, der Motor läuft viel ruhiger. Bin ich schon mal froh drum. Wir sollten auf jeden Fall gleich mal langsamer fahren, weil die Polizei kommt nämlich gleich und wir wackeln hier uns einen ab und fahren einen auf Geisterfahrer hier. Muss ja auch nicht sein. Genau aus dem Grund. Glück gehabt. Okay, weiter geht's Richtung Tankstelle. Ich hoffe, das überleben wir mit unserem Sprit. Aber das werden wir noch erleben. Also, bis später, liebe Leute. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Ich glaube, wir packen es, Leute. Davon ist das Ziel. Wie geil, wir haben es gepackt, Leute. Oh, wie cool ist denn das? Alter, wie geil. Schnell da rum. Und dann können wir jetzt den Tank füllen. Gott sei Dank. Ich höre mir schon die ganze Zeit diesen Labersender an. Aber mal. Der ist fast da. Super duper. Dann füllen wir mal ein bisschen auf. Ah. Okay, Bremse ran. Zack. Motor. Was? Hier Lift Axle, Trolleypumpe, Vipers, Gras. Kann man alles einstellen hier. Okay, auch nicht schlecht. So, machen wir jetzt mal hier den Gedöner aus. Und ja, steigen wir aus. Und ich habe mir die richtige Seite erwischt, wo der Tank auch ist. Ja, wunderbar. Sehr schön. Jetzt bin ich mal gespannt, was der frisst. Halleluja. Okay, wir haben jetzt 0-0. Oh, da haben wir ungefähr die Hälfte gebraucht. Auch nicht schlecht. Gucken wir halt mal nach. 30 zurzeit, okay. Aufpassen. Kann ich ja nur um Stunden handeln, bis wir fertig sind mit dem Tanken. Ach ja. Was ist denn das hier für eine Anzeige rechts? Ist das der Druck oder was ist das? Keine Ahnung davon viel. 2000 Jahre später. So, das reicht, denke ich mir mal. Wir haben jetzt den Tank fast voll. Und bezahlen schon 910. Ich denke mal, das reicht vollkommen aus. Wir müssen noch den Kanister voll machen. Weil ich wollte ungefähr, dass wir so 2000 über haben.
Pi mal Daumen. So, bitte mal auffüllen. Eieiei, das hat aber echt lange gedauert, bis das mal voll war. Halbwegs. Oder komm, wir machen den Rest auch noch rein, oder? Wie viel haben wir denn jetzt zusammen mit dem Kanister? Machen wir mal gerade. So, wie viel haben wir jetzt? 993. Ne, das reicht mir. Das ist mir schon teuer genug hier. So, Rinde mit. Und dann gucken wir mal. Ach, das können wir auch direkt mitnehmen. Für unser Motorrad. So. Ich weiß gar nicht, ob das für mein Boot auch reicht. Oder ob da Benzin reinkommt. Weiß ich gar nicht. Oh, wir haben gar nicht drauf geachtet. Wir haben Freitag. So, was kostet denn der Saft? 12. Ja gut, das passt eigentlich. Haben wir noch Milch wieder? Oh, wir haben sogar wieder Milch da. Okay, davon holen wir noch ein paar. 2, 3, 4, 5, 6. Oh Mann, was eine Rechnung, die wir jetzt hier haben. Schon 1000. Oh, das tut auch noch alles weh. Aber nein, muss sein. Danke dir. Jo, kein Problem. Na du? Ich fette mich nicht tot oder so. Das wollen wir ja nicht. Dann geht's jetzt nach Hause. Wir haben genug Geld ausgegeben, würde ich mal sagen. Können wir jetzt noch den Killio rein theoretisch verkaufen. Und dann hätten wir wieder 2000 rum. Über 2000. Ach, das passt schon. Dann kriegen wir schon alles irgendwie hin. Aber wir haben unser Ecke wieder flott bekommen. Bin ich am meisten froh drum. Hallo bitte. Ach halt, ja, immer die Bremse. Vergesse ich immer wieder. Im echten Leben tue ich ja auch nicht die Bremse anziehen. Von meinem Auto. Also nicht meins, sondern mit dem Auto, was ich fahre. Und dann nutze ich immer die Gang. Aber kommt oft die Situation auch wiederum an. Wie das halt endet. Gut, dann fahren wir jetzt mal, würde ich mal sagen, nach Hause. Gucken mal, was wir jetzt mal als nächstes machen. Okay. Gut fahren. Sehr schön. Ich habe keinen Bock, dass wir Ärger bekommen. So. Ach, was mir gerade eingefallen ist, wir können auch lecker Fisch essen. Das ist mir gerade mal so eingefallen. Und daheim wartet ja lecker Fisch auf uns. Da bin ich mal gespannt. Lecker, 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 lecker. Da haben wir auch ein bisschen Geld gespart. Und wir haben den Sprit dabei und den Tank. Also ich würde mal sagen, das war ein erfolgreicher Tag. Finde ich zumindest. Nein, 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 nein. Rüber, rüber, rüber. Mit dem Bus will ich mich nicht anlegen. Oh. Alter. Bin ich froh, dass wir das überlebt haben. Ja, ist klar. Wieder Bus da. Gott. Chaos. Bin ich froh, dass ich in den LKW war. Sonst wäre ich, glaube ich, jetzt tot gewesen. Eieieiei. Darauf muss ich jetzt mal einen rauchen. Nein, ich habe keine Zigaretten mehr. Aber daheim auch noch welche liegen. Oh Mann, Mann, Mann. Jetzt sind wir zum Glück fast daheim. Und ich wollte eigentlich einen Grill anschmeißen, aber wie ich höre, brodelt es jetzt ganz schön. Na super, jetzt fängt es auch an zu regnen. Oh, verdammte Hacke. Was ich mich gerade frage, was sind denn eigentlich hier dieses Differentiallock und was war das andere? Moment. Differentiallock und Rear Left Axle. Also ich verstehe unter Differentialblock, dass man das gebrauchen kann für hier so matschigen Boden, dass man da besser fahren kann. Aber das kostet mehr Sprit, meine ich, oder? Wofür ist das da? Ich blick da nicht so ganz durch. Vielleicht hat jemand eine Ahnung von euch. Kann ja sein. Ah, wir sind fast daheim. Gott sei Dank, jetzt können wir auch wieder mit dem LKW arbeiten gehen. Da freue ich mich am meisten drauf, weil das gibt mich... Oh, es hat aufgehört zu regnen.
Beeilung, wir müssen uns beeilen, bevor der Regen bei uns ist. Da können wir noch den Grill anschmeißen. Einmal rum. Zack. Und dann sind wir fast daheim. Yippie-dippie-dei. Ja, auf jeden Fall können wir bald wieder Fäkalien absaugen gehen. Dann können wir richtig viel schottern. Da haben wir nämlich den Sprit wieder ruckzuck drin. Aber ich möchte eigentlich Geld sparen für den Rechner, verdammte Hacke, ey. Na gut, wir haben das Kill You noch. Ah, das kriegen wir noch irgendwie zusammen, mit Sicherheit. Fragt schon wie, aber das bekommen wir hin. Wir müssen nur ein bisschen geduldig sein. Ich frage mich, wieso wie das gehen soll, weil ich wollte eigentlich gerne heute Abend eigentlich feiern gehen, aber wenn ich mal sehe, wie müde ich jetzt schon bin. Wie geht denn das? Muss man den tagsüber schlafen oder nichts machen, auf einer faulen Haut sitzen? Weil jedes Mal, wenn es so gegen Abend ist, bin ich total müde. Das ist irgendwie blöd. Nein, bitte nicht sterben. Danke. Lululululululu. Ah, ich glaube, mit dem LKW kann man eh nicht sterben, habe ich den Eindruck so langsam. Ich will auch schon überlegen, ob ich in My Summer Car neu anfangen soll mit Permadeath. Ich auch schon überlegen. Würde die Sache nicht wesentlich interessanter sein. Und realistischer. Das ist nämlich das Geile. Da hätten wir nämlich eine vernünftige Simulation, hätten wir dann endlich. Hm. Müssen wir mal schauen. Okay, dann gucken wir mal gerade nach, wie es hier aussieht, ob wir jetzt doch Bußgeld bekommen haben oder noch nichts. Ey, der König ist da einfach rausgeflogen. Oh. Telefon. Okay. Na, das ist ja halbwegs. Ach, Mensch. Schmeißt er das einfach drüber hier. Kiero Kiste. So. Ah, Mann. Naja, ey, ich will nicht da rein. Bitte. Okay. Ja, für die paar Meter brauchen wir jetzt nicht wirklich uns anschneiden. Ah, bin ich froh, dass wir den Eck wieder gefüllt haben und dass er wieder einsatzbereit ist. Meine, das gibt mich hier richtig Schotter. Gut, 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 gut. Dann schmeißen wir noch den Grill an. Mit dem leckeren Fisch. Und räumen mal gerade aus. Müssen wir auch machen. Das geht auch. Gut, dann räume ich das mal alles ein und dann sehen wir uns. Och nee, wo ist denn die Tüte hin? Jetzt sag mal bitte nicht, dass wir unsere Einkäufe verloren haben. Och. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Was soll denn Mist, liebes Spiel? Mann, wie ich das hasse. Sind die Einkäufer auch noch weg? Ah. Ich hab gedacht, wir könnten jetzt den Killjew abfüllen. Verdammt nochmal, das kann nicht wahr sein, oder? Das kann doch nicht wahr sein. Wie sieht es mit Batterie aus? Ach komm, jetzt rappen wir jetzt auch mal ab. Ich hab die Schnauze voll. So. Ach, so. Muss ich nochmal einkaufen fahren mit dem Moped. Das ist ja echt Betrug, ey. Ist echt nichts drin. Nirgendwo. Ich bin bei dem Unfall rausgeflogen eben. Oh, nee. Mensch. Naja.
Wir haben ja noch die Juice. Wie cool ist das denn? Direkt mal schlürfen. Ach, der Hunger geht davon runter. Das ist interessant. Aber ärgerlich wegen den Einkäufen jetzt. Echt ärgerlich. Mann, ey. Zum Glück war das nicht so viel, ey. Hallo, Apfel? Oder hat er abgefüllt? Mal kurz gucken. Ja, hat er. Also, zwei Flaschen haben wir schon mal. Wieder trinken. Oh. Alter, wie viele Flaschen man machen kann damit. Lay, wie geil. Es gibt ja richtig Money. Wie cool ist das denn? Oh, die ist schon leer. Und dann sollte man noch ein kleines Schlückchen trinken. Aber interessant, dass der O-Saft... Alter, wir haben immer noch was drin. Alter, wie viel ist denn das? Waren das 20 Liter oder wie viel war das? Hammer hat... Oh, dann gehen wir gerade mal auf die Toilette und dann heißt es... Gucken wir mal nach, ob hier noch ja nichts ist. Nee. Halt, die Kippen können wir mal mitnehmen direkt. Ja. Danke. Und dann würde ich sagen... Schmeiß mir den Grill an. Oh Mann, bitte. Ich möchte den Fisch noch fertig kriegen. Kaffee können wir uns auch mal machen. In der Zeit. Okay, da haben wir die Kanne. Dann machen wir hier Wasser an. Dann halten wir das da drunter. Komm. Das ist mir zu blöd. Wir gehen zur Dusche. Das ist mir doch zu doof. Zack. Bisschen weiter drunter stellen. Wasser an. Okay. So. Jetzt ist auf jeden Fall Wasser drin. Definitiv. Wir warten noch ein bisschen. In der Zeit. Dann können wir den Kaffee da reinschmeißen. Der Kaffee liegt hier noch draußen, oder? Ja, sehr gut. Die Kohle können wir mal wegräumen in der Zeit. Die kommt dahin. Vollwerkskörper. Ach komm, jetzt zünd mal einen an. Ich will mal wissen, wie das aussieht im Dunkeln. Na komm mit. Das will ich mal sehen. Naja, im Dunkeln ist gut, aber... Schon besser als sonst. Als letztens. Lass mal in die Hand nehmen. Anzünden. Oh, shit. Ich hab Luft. Verdammt. Oh. Sehr gut. Der Fisch, den können wir raufschmeißen. Lecker Schmatzo. So, dann holen wir mal gerade noch mal eine. Ich will erst mal sehen, das sieht bestimmt echt geil aus. Ja. Mitnehmen. Anzünden. Und loslassen. Ui, der ist echt hübsch. So, wie sieht das mit dem Fisch? Ist er jetzt fertig? Drehen wir mal um. Moment, ich tue nochmal Kohle rein. Das sieht irgendwie aus, als ob da zu wenig Kohle drin gewesen wäre. Ja, einfach zu wenig Kohle drin. Mist. Kümmern wir uns mal um unseren Kaffee schnell. Der müsste auf jeden Fall voll sein jetzt, das Wasser. Da ist auf jeden Fall Wasser drin. Deckel drauf. Klatschen wir dich mal hier drauf schon mal. Mit der offenen Flamme.
wird das schon passen, denke ich mal. Warum verbrennt der mir jetzt nicht oder so? Das wäre es noch. Verbrannter Kaffee. Okay, das ist voll jetzt. Dann Deckel drauf. So. Ah, es ist soweit. Wir können den Fisch drauf tun. Yay. Und das Wetter ist auch noch halbwegs in Ordnung. So. Ich bin mal gespannt, ey, wie das aussieht. Demnächst. Ah, der Fisch ist fertig. Lecker. Yum, 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 yum. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, verabschiede ich mich an dieser Stelle erstmal. Ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ansonsten, wenn es euch so weit gefallen hat, lasst mir einen Kommentar auch da oder ein Abo oder ein Like. Ich würde mich super da freuen. Man sieht sich, man hört sich, man schreibt sich. Bis zur nächsten Folge. Euer Trixi. Ciao, ciao.